Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise. Beim letzten Mal haben wir den zweiten Lord besiegt und können somit jetzt ins nächste Gebiet aufbrechen, was eigentlich ein Grund für große Freude wäre, wenn da nicht meine ganzen technischen Schwierigkeiten wären. Ich würde sagen, ich renne einfach schon mal los, während ich im Hintergrund ein bisschen erzähle, damit ihr nicht einschlaft währenddessen. Das ist vielleicht so die beste Lösung gerade. Ja, ihr wisst wahrscheinlich noch, beim letzten Mal ist auch schon meine Aufnahme abgestürzt im Bosskampf, weswegen ich den dann hinterher nochmal neu aufnehmen musste, weil, naja, ich das nicht einfach so nebenbei mitbekommen habe, natürlich. Das war nicht das erste Mal, das ist in letzter Zeit schon des Öfteren passiert. Hat irgendwann einfach so angefangen und wurde dann immer öfter und öfter und, ja. Jetzt letztens kam es dazu, dass ich eine Folge aufnehmen wollte, während der die Aufnahme insgesamt 4-mal abgestürzt ist. 4-mal. Das halte ich, glaube ich, nicht auf Dauer aus. Ist mir dann so auf Dauer aufgefallen. Das hat, glaube ich, nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich dann erstmal aufgegeben und habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, mir eine neue Elgato zu kaufen. Ich hatte jetzt auch meine Elgato seit 7 Jahren. Das war die, falls ihr schon ein bisschen ausgeht, die HD60. Jetzt habe ich endlich mal die HD60S. Da freue ich mich an sich auch drüber, weil die hat schon ein paar coole Features, die ich ja gar nicht so blöd finde. Die mir das Leben ein bisschen erleichtern sollten wahrscheinlich. Aber ja, ist halt trotzdem mal eben einiges an Geld, was dafür draufgegangen ist und I hate camping out. Vor allem auch einiges an Zeit, die ich damit jetzt wieder verschwendet habe, denn die Folge, von der ich rede, die ich schon mal versucht habe aufzunehmen, ist natürlich, wie ihr vielleicht schon verstanden habt, deswegen renne ich ja auch gerade so durch, das war tatsächlich diese Folge, die habe ich schon aufgenommen. In vielen Stücken existiert sie jetzt irgendwie, aber ich dachte, das schneide ich jetzt nicht irgendwie zusammen, das hat keinen Sinn, mach es lieber nochmal neu, deswegen ja, diese Folge wird zum Großteil nicht blind sein, wobei ich jetzt wahrscheinlich einfach durch alles durchrushen werde ein bisschen. Ich werde ein paar von den optionalen Dialogen uns auslassen. Tut mir leid, falls ihr die unbedingt sehen wollt, aber spielt das Spiel selbst. Ja, damit ich möglichst schnell wieder ankomme, damit möglichst schnell wieder alles blind für mich ist und dann sollte es jetzt auch nicht mehr vorkommen. Hoffe ich wirklich. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ich beschwere mich nicht. Die Teile sind wirklich teuer. Oh Mann, warum sind die so teuer? So ein Scheiß. Na gut, das war alles. Das war mein kurzes Rumgeheule am Rande. Ich hoffe, dass ab jetzt alles wieder so läuft, wie es soll. Was für ein Projekt. Kann ja nicht so laufen, wie es soll. Law? Yeah, yeah, sorry. Just a little travel weary is all. Looking forward to finally getting out of here, you know? Still beating yourself up about your dad, aren't you? I'd be lying if I said I wasn't. But that's not what I was just thinking about. Oh? I never did tell you how I ended up hanging around with the Snake Eyes, did I? Not properly. All I know is you had a falling out with your dad and ran away from home. Getting to Cislodia almost killed me. Once there, though, I actually ended up joining a resistance organization, believe it or not. Of course, before long, someone ratted us out. And we were ambushed by the Snake Eyes. I'd never seen such brutality. If I hadn't surrendered... Law? I don't know why they let me live. They made me watch as they butchered my friends right in front of my eyes. I still have nightmares. I hear roars of Zoogles as my friends scream, the snow stained red with blood, and all the while those bastards laughing. I thought that with Ganabelt defeated, I'd be able to put it all behind me. Turns out that was a little optimistic. I was terrified they would kill me too. So I wound up betraying the memory of my friends and getting my old man killed in the process. I wonder if I'm any braver now. What if one day I panic again, and end up running away like always? And leave us behind? You really think you'd do that? I hope not. But who's to say what I'm really capable of? Ah! I found you! Something wrong, Rinwell? How very perceptive of you! When I turned around, you were gone, so we came back to look for you! Maybe tell us next time you decide to stop? We need all our manpower to face these Zoogles. Jeez, okay. I can't help it when nature calls, can I? Nature? Ew,
Ew, gross! Here? Let's make tracks, shall we? I hope he makes it through this. You invited him along. He's your liability. He's Zephyr's son, Shion. What was I supposed to do? Just leave him? Fine. Just don't come crying to me about it, all right? I've got enough deadbeats slowing me down as it is. Danke, Shion. Danke. warte, wollte ich hier runter? Fuck, nein, ich wollte da runter. Yeah, gut, einen Moment, das mache ich dann noch mal kurz. Who would have thought we'd end up on the same team? You make an odd pair, it's true. You guys are the odd ones, running with a Renin. Was auch immer du sagst. Aber ja, zumindest ganz nett, ein bisschen davon jetzt erfahren zu haben, wie genau es überhaupt dazu kam, dass er sich denn angeschlossen hat. Das war bisher immer noch so eine große Frage eigentlich, bisschen im Hintergrund. Und es war offensichtlich dann doch nicht so ganz freiwillig. Und dann doch ein bisschen, ja, dazu gezwungen, wenn er dort am Leben bleiben wollte, was, naja, für ihn blöd ist, natürlich, aber zumindest wirft es ein bisschen ein besseres Licht auf ihn, möchte ich behaupten. Ja, na gut. So, ich renne jetzt auch wirklich nur das Nötigste ab. Ich will so schnell wie möglich im nächsten Gebiet ankommen, weil darauf freue ich mich gerade wesentlich mehr. Wir können auch uns diese Gegner angucken, weil die kennt ihr noch nicht, Level 19 sind die auch. Ja, der Einstieg ist immer ganz deutlich, sobald man sich auf ein neues Gebiet zumacht. Was ich auch sehr interessant finde, weil es ist wirklich immer ein sehr plötzlicher Sprung. Es geht nicht so, dass die Gegner auf Level 15 sind, dann sind sie über Level 16, dann 17, dann 18, dann 19 jetzt wie hier. Sondern die sind halt so Level 15, 16 die ganze Zeit. Und dann kommt man ins Gebiet und dann sind sie plötzlich Level 19 direkt. Okay, was können die? Warum nerven die mich gerade so sehr? Ich glaube, ich habe auch das Kampfsystem vielleicht ein bisschen verlernt. Während ich auf die neue Capture-Card gewartet habe. Vielleicht. Na gut, ich komme schon wieder rein. Aber dann ist es vielleicht doch nicht verkehrt, dass ich zumindest an ein paar Gegnern hier auf dem Weg übe, ne? So, weg mit euch. Habt ihr Gegner zumindest auch mal gesehen, ne? Will ich euch ja nicht vorenthalten, dass es hier Gegner gibt. So, 1800 Geld. Kann ich darüber springen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht beim letzten Mal. Und die Gegner mag ich auch ganz besonders gerne, weil die sind sehr, sehr schwer gepanzert, wie man wahrscheinlich auch schon sehen kann. So, ich versuche jetzt aber erstmal kurz, ich muss, glaube ich, hier rüber springen, dann ist hier noch ein Tor. Genau. Und mit einem Schmankerl. Was ich auch gerne mitnehme. Oh, Astral-Kristallfragment. Ich glaube, die brauchte ich. Aber vielleicht brauche ich die mittlerweile nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch nur wieder neue Waffen, die ich mehr herstellen kann, sobald ich im nächsten Gebiet ankomme. Dann, hat es jetzt wahrscheinlich auch schon wieder erledigt, so ziemlich. So, und jetzt muss ich nochmal da hoch. Oder beziehungsweise muss ich ja nicht. Ich glaube, ich kann einfach hier durchrennen. Na ja, genau. So war das. Gut, und die können wir dann auch mal eben umhauen, würde ich sagen. Müssen wir nämlich sowieso. Die Panzerschocker. Ja, da kann Law sich mal ganz gut nützlich machen, würde ich sagen. Bam. Oh, und Magie machen die auch. Na gut, merke ich mir. Wenn sie es gleich nochmal machen, dann kann Rinwell auch noch ihren Skill nutzen. Da, los. Nein. Hast du? Ich glaube schon. Ich glaube, sie hat. Ich bin paralysiert. Ja, die sind einfach sehr, sehr tanky. Für normale Gegner jedenfalls. Finde ich ein bisschen anstrengend zu besiegen. Ne? Würde ich gerne aus dem Weg gehen ab jetzt, aber... Ja, ich glaube, die muss man sowieso besiegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also, wenn man sich die Truhe dahin holen will. Ich weiß nicht, was da drin ist, ob sich das hier überhaupt lohnt, aber... Naja. Wir werden es wohl gleich sehen. Komm, Law, hau nochmal drauf. Sehr gut. Das war alles gar nicht so schlimm. Level Up nehme ich auch gerne nochmal mit hier.
Und, ach ja, genau, hier muss ich deine Kaputthau-Fäuste nutzen. Genau so heißen sie. Schwarzer Onyx, genau, der die maximale KP erhöht, das war's. Das, habe ich glaube ich auch jemand ausgerüstet, aber das lasse ich jetzt einfach erstmal. Wir werden schon noch durchkommen bis zum, bis da, wo ich war. Da kümmere ich mich um alles. So, komme ich dann auch an euch allen vorbei? Sehr schön. So, und hier muss ich in dieses Loch springen am besten. All this walking up and down is a pain. Denn hier gibt es drei verschiedene Zonen, in denen man landen kann. Ich bin auch hier gelandet beim letzten Mal. Also habe ich mal geguckt, was da ist und da war nichts, glaube ich. Yeah, zumindest nicht sonderlich Relevantes, aber hier gibt es noch eine Truhe. On the other hand, the collapsed parts let you reach some places you wouldn't be able to otherwise. Danke für die Erklärung. Vielen Dank. So, Zeuge, Panzer, Weste, aber ich renne hier einmal durch. Bäm. Sieh mal einer an, wie gut ich das kann, ne? Und dann ging das auch schon ziemlich flott, ha? Wenn man denn wirklich will. Ich sollte Speedrunner werden. Nein, sollte ich nicht. Auf keinen Fall. Hey, Law. Back when we left Cicladin. You remember how you said, so long as you don't give up, there's nothing to stop someone starting over? Yeah? Well, I think you did just that. You've set out on a new path despite what happened in your past. Besides, you're not the only one fumbling your way through things. You too? It was your dad who taught me to fight. Back at the start of all this, I knew that so long as I followed him, I wouldn't end up straying. But it was also your dad who told me the importance of becoming my own master. Of searching out the answers within me. I always figured I would one day. But at the same time, I had so much more to learn. When he died, I suddenly found myself rudderless. Sure, our immediate goal is to defeat all the lords. But then what comes after that? There's no one left to point me in the right direction. It was then that I realized, no matter how much I fret about it, the only thing I can do is fight. Renan brutality isn't going to right itself. So that's what I'm doing. Fighting. And in the meantime, I'll try to figure out my next move. Right now, that's about all I can do. And you really believe you got what it takes to win this? Against all the odds? Yes, I do. Or at least I want to. If I'm being completely honest, sometimes I'm not really sure whether I can or not. So what if we're still figuring stuff out? If we do it together, then we can support one another along the way. Is there anything so wrong with that? No, I don't think there is. I think I get it now. We may not know what we're capable of, but we have to try all the same. Having another one of your secret meetings? Don't tell me you were taking yet another bathroom break. Oh, we were just engaging in a bit of brotherly bonding. Isn't that right, Alfin? Yeah, that's right. Hm? Fine then, suit yourselves. Ja, ich weiß, Rinwell, ich weiß. Da geht's raus. Das haben wir schon alle durchschaut. Das haben wir schon längst gesehen, bevor dieses Gespräch angefangen hat. Ja, aber hier ist mir so ein bisschen klar geworden, warum Zephyrs Tod irgendwie doch so wichtig war. Ist es halt schon ein wichtiger Teil für uns als Anschluss der Charakterentwicklung, ne? Ich meine, ich mochte ihn sehr gerne, aber der Grund, warum ich ihn so gerne mochte, ist natürlich auch offensichtlich, weil er so viel älter war und so viel mehr Erfahrung hatte und vergleichsweise weise war, naja, wie auch immer das genau nennen soll. Naja, und klar vermisse ich ihn deswegen jetzt, aber irgendwie ist dadurch, dass er jetzt fehlt, natürlich auch nötig, dass wir uns vielleicht ein bisschen weiterentwickeln und wir selbst dann irgendwann mal dahin kommen und ein bisschen was von ihm gelernt haben, ein bisschen was von ihm aufschnappen. Ja, das ist so ein bisschen mein Gedanke dazu. Ich meine, das ist offensichtlich wahrscheinlich, aber ja, das waren so die Gedanken, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Beim ersten Mal. Genau. Ja, und auch wenn ich jetzt hier ein bisschen durchgerusht bin, natürlich, ich möchte nochmal sagen, ich fand diese Höhle eigentlich ganz cool. Nochmal wesentlich interessanter auf jeden Fall als die erste Höhle dieser Art. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass wahrscheinlich zwischen jedem Gebiet immer so eine Höhle bekommen werden, einfach als Weg zum jeweils nächsten Gebiet.
Ja, aber die fand ich schon wesentlich interessanter, dadurch, dass es diese Stellen gab, wo man sich runterfallen lassen musste und ein bisschen gucken musste, wo man so hinfällt und ja, das alles auf vielen Ebenen basiert hat und dann war da auch noch viel Wasser, wo man durchschwimmen konnte. Ja, das fand ich eigentlich ganz nett aufgebaut. Hat mir gut gefallen, prinzipiell. Auch wenn ich es jetzt nicht so richtig wertschätzen konnte und... es ist wunderschön. Es ist so schön. Es ist so gut. Ich wünsche, ich hätte meine erste Reaction noch. Habe ich nicht mehr. God damn it. We're finally here. Elden Menencia, the land of green. The place certainly lives up to its name, doesn't it? Yeah, just feel that breeze. It's like night and day compared to Calaglia and Cislodia. Unsullied fertile land, as far as the eye can see. That's beautiful. What? Oh, nothing. Just, I was thinking the very same thing. Ja, du bist auch wunderschön, Shion. Keine Sorge. That's the realm capital in the distance. The city of Vicent. A word to the wise before we continue. Elda Menencia has produced more sovereigns over the years than any other. Shion! Inwiefern auch immer mir das weiterhelfen soll. Guess we should probably follow after her, shouldn't we? Hey, you all right, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is... incredible. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters. Is he going to be okay? Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. Ja, und damit haben wir jetzt endlich unser ganz neutrales Grasgebiet, wie ich es mir von Anfang an gewünscht habe. Land des Grüns, Elda Menencia. Ich weiß, viele Leute sagen, dass, keine Ahnung, die langweilig sind, dass man für solche Standardgebiete auch einfach vor die Tür gehen kann. Wobei, na gut, okay, hier ist jetzt auch viel Gebirge bei und solche Xenoblade Chronicles-esken Wellenfelsen, um sie mal so zu nennen, keine Ahnung. Zumindest denke ich dabei immer an Xenoblade Chronicles, wenn ich sowas sehe. Weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ja, so allgemein, keine Ahnung, mag ich einfach solche relativ hübschen, grünen Gebiete immer ganz gerne. Vielleicht, weil ich nicht so oft rausgehe. Vielleicht kann ich das deswegen einfach nicht. Deswegen sehe ich es gerne in den Videospielen. Ja. Ich bleib halt dabei, ist ein bisschen unüblich, dass wir das jetzt erst haben. Kommt das nämlich noch eben mit. Für gewöhnlich ist sowas ja wirklich das Anfangsgebiet meistens, oder zumindest etwas, was relativ schnell kommt. Und gut, wir sind jetzt auch noch nicht... Ich kann nicht einschätzen, wie lange das Spiel geht. Aber ich denke mal, wir sind jetzt noch nicht so krass weiter. Plus, dass es halt erst als drittes Gebiet kommt, man davor schon Feuer und Schnee hatte. Ist unüblich, möchte ich behaupten. Aber hey, dadurch freut man sich wohl umso mehr, darüber einfach mal in einem Gebiet ankommen zu sein, was einfach nur nett aussieht und was vielleicht auch auf ganz anderen Ebenen noch nett ist. Ganz anderen Ebenen, ja. Was ich damit meine, werden wir gleich noch sehen, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr vielleicht gar nicht sehen wollt, wie ich das alles nochmal neu spiele und einfach nur sehen wollt, wie ich wieder da ankomme, wo ich blind bin. Ich bin in der Stadt angekommen. Ich bin in der Stadt angekommen, die wir jetzt gleich sehen werden. Ganz am Eingang davon. Da habe ich dann aufgehört. Aber wir rennen jetzt auch einfach weiterhin hier komplett durch, deswegen, das sollte flott gehen. Genau, das ist nur ein Typ, der eine Sidequest für uns, weil seine Freunde alle verletzt wurden von irgendeinem Zugel, der in der Nähe unterwegs war. Das können wir eben machen, weil ich glaube, das ist auch irgendwie eine Hauptnebenquest. Die wurde ja auch automatisch jetzt angenommen. Ich weiß gar nicht, was es damit genau auf sich hat. Wir machen das jedenfalls mal ganz kurz. Heilen. Habe ich schon das Kleid von Shion angesprochen? Wenn ja, dann tut es mir leid, dass ich wiederhole, aber ich habe ihr das Kleid ausgerüstet. Das habe ich von den Eulen bekommen. Ich glaube, das steht ihr. Hat sie jetzt an.
Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Aber jetzt sage ich es halt nochmal. Damit ihr Bescheid wisst. Und euch nicht wundert. So. Und einer fehlt noch. Und das ist der einzige, der vielleicht irgendwie interessant ist. Weil die beiden waren ja wirklich generische NPCs, die man so immer wieder trifft, die man auch heilen kann. Und jetzt hier treffen wir diesen werten Herrn. Warum auch immer. Ich weiß wirklich nicht warum. Dieses warme Licht. Ist das etwa? Mhm. Oh, gute Güte. Was für Zauberwerk ist das? Seid ihr etwa Wunderheiler? Das ist nur eine Heilungsart. Nein, hier ist mehr als nur eine Heilungsart am Werk. Mhm. Ich spüre Mitgefühl in dieser Energie fließen. Mitgefühl mit einer winzigen Prise Einsamkeit, innerer Leere. Ich weiß nicht, ob er sie durchschaut hat, aber... Na gut. Elfen, warum stimmst du ihm zu? Mach weiter so und ich halte dich nächstes Mal nicht, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Tut mir leid, mein Fehler. Oh, so fühlt sich also wahre Glückseligkeit an. Hey! Hältst du nicht mal die Klappe? Wer hast du dich überhaupt verletzt? Hat dich ein Sugel angefallen oder so? Mhm. Ja, fast so war es. Eins dieser niederträchtigen Biester hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen und meine Freunde verletzt. Und als ich mich fliehenden Fußes von dannen machen wollte, bin ich böse gestürzt. Just great. Aha, der Sugel hat dich also gar nicht erwischt. Ja, wo ist er jetzt hin? Ist er weg? Es scheint so, nachdem ich das wildeste Gebrüll aus meiner Kehle entließ, das ich aufzubringen vermochte, musste er entsetzt geflohen sein. Na, pass auf deinen Reisen auf dich auf, wir sehen uns. Halt ein, geh doch nicht! Ich bin ein Minnesänger, der viele Geschichten über diese, unsere flüchtige Welt zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarden. Als ein Grund, dass du das mit uns teilen wolltest. Alsbald sich unsere Blicke begegneten, spürte ich, dass ihr beiden wahrlich besonders seid. Ganz anders als die übrigen Seelen dieser Welt. So giert es mich, mit eigenen Augen zu erhaschen, wie sich das reiche Tapet der Gefühle, die euch gemein sind, dereinst entfaltet. Nice. Warum nicht? Ich heiße Elfin. Ich weiß nicht, warum Elfin einfach denkt, ja, das klingt gut, da will ich mich auch anschließen. Hi, ich bin Elfin. Hey, geh nicht auf diesen Spinner ein. Very well. Ein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. So seid unsere Schicksale von nun an verwoben und bescheiden, dass wir uns wiedersehen. Ich bin gewiss, dass die Dinge von hier an nur noch dramatischer werden. Ich freue mich auf den Tag, an dem sich unsere Pfade erneut kreuzen. Und damit muss ich Lebewohl sagen. Es dürstet noch andere nach dem betörenden Klang meiner Stimme. Adios, Vaya Chondana. Ja, jedenfalls glaube ich, dass diese Sidequest, wie man machen musste, nur dazu dienen sollte, diesen Charakter einzuführen, aus irgendeinem Grund. Ich weiß halt nicht so ganz warum, aber das ist wohl okay. Der wird bestimmt noch relevant. Bisher wirkt er halt wie eine... Ja. Thanks, Gion. Why are you thanking me? Keine Ahnung, so nett von dir, oder nicht? Finde ich jedenfalls. Ja, ich ignoriere das alles. Oder wobei, campen sollten wir vielleicht tatsächlich mal tun, ganz kurz. So wenig HP, wie ich noch übrig habe. Ja. Keine Ahnung, bisher wirkt er irgendwie wie ein wesentlich weniger cooler Olivier-Ersatz aus Trails in the Sky. I got it off a street vendor for just 10 gold. I don't know if that's something to brag about. Hey, 10 gold's a bargain, if you ask me. Because it wouldn't sell otherwise. It serves no practical purpose. Honestly, I'm surprised you paid 10 whole gold for it. Shut up! But the detail is so lifelike. I think you made a good choice, Law. Really? I have no idea why you wear it over your shoulder, though. I think it looks pretty cool. Das war mein Gedanke. Das ist genau das, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, sieht ziemlich cool aus eigentlich. Also von daher, was soll man sagen? Ne? Was soll man sagen? Ja, also nicht, dass er wirklich viele Gemeinsamkeiten mit Olivier hat, aber einfach so von der Art und Weise, wie er spricht und nervtötend ist direkt. Also, vielleicht wird er auch noch ganz toll und spannend und interessant und ich habe keine Ahnung, mal sehen, was es denn wird. Oder hinterher stellt sich heraus, dass er der Antagonist ist. In der allerletzten Szene, nach dem Final Boss, stellt er sich einem gegenüber. Ich weiß nicht, worauf ich gerade anspiele. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich gerade anspiele. Achso, nee, kochen wollte ich nichts, alles gut.
Und wir reden mit, genau, ich habe jetzt immer mit Lore geredet, das habe ich bereut, weil ich mir aufgefallen ist, wie sehr ich Lore einfach nicht mag. Deswegen rede ich jetzt einfach nochmal mit Shion. Shion, could we talk a moment? Shouldn't you be resting? I wanted to talk with you for a bit. I don't really want to talk right now. Right, I'll stop bothering you then. I didn't say you were bothering me. Oh. Sorry. Don't take it personally. I'm just not used to being around other people, so I don't really know how to chit-chat. Ich doch auch nicht. You let your guard down a little. Hey, here's a thought. What if you tell me about your childhood? What with my thorns and all, I didn't really have one. Not to speak of, anyway. Although, I guess I did have one friend. Who was it? A really old doll. Oh. When I was a little girl, the doll was the only thing I could touch and hold without worrying about my thorns hurting it. I would do things like dress it up or sit it on my lap when I was eating. The two of us were practically inseparable. Can I ask something? Is it about the fact that I played with dolls? No, it isn't. I only wanted to ask who gave you the doll in the first place. I don't remember. It was a long time ago. Mm-hmm. Mysterious. Where is it now? I had to leave it behind when I left Lenegas. I didn't have a choice. Most likely it's long gone at this point. Ach Mensch, sie kann einem ja schon leid tun, ne? I think it's time we go to sleep. Das ist aber auch weiterhin sehr interessant, was es überhaupt mit den Dornen auf sich hat, ha? Mal sehen, ob wir darüber noch mehr erfahren. Und vielleicht hat das auch was mit der Person zu tun, die ihr diese Puppe gegeben hat, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. Wird jetzt nicht ohne Grund angesprochen worden sein. Wahrscheinlich jedenfalls. Ist da auch noch irgendwas? Ach ja, hier konnte man noch angeln, natürlich. Hallo? Eule? 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 Ja, ich höre dich. Aber das ist auch alles, was ich höre. Dass ich dich höre. Ich sollte vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nur einen Kopfhörer drin habe, wenn ich aufnehme, weil ich meine Stimme noch selbst gerne ordentlich hören will. Deswegen kann ich nicht so wirklich wahrnehmen, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Das ist vielleicht immer relevanter zu sagen, weil ihr es sonst vielleicht viel schneller merkt. Ach ja, genau. Das habe ich Shion ausgerüstet. Und das mache ich auch wieder, weil ich finde, das passt sehr schön zu ihrem Kleid. Das sie jetzt anhat. Ja, ja. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Maybe something's going on in the forest. Ja, ich mag Accessoires eigentlich ganz gerne. Ich finde halt, dass viele der Accessoires ein bisschen blöd aussehen, ein bisschen lächerlich aussehen. Weiß nicht, da könnte ich die Charaktere nicht mehr mit ernst nehmen so ganz, aber ja, auf Dauer finden wir bestimmt noch viele, die ich auch meinen Charakteren wirklich geben kann. Ich muss ein bisschen individualisieren. Ja, und jetzt kommen wir auf dieser großen Fläche an, was auch ein sehr, sehr cooles Gebiet ist. Das habe ich schon ordentlich erkundet, soweit ich irgendwie gekommen bin damit. Ich fasse es kurz zusammen, wir werden da bestimmt noch hin müssen, weil hier war einfach nur ein kleines, rundes Gebiet, was erst recht nach Xenoblade Chronicles aussah, einfach nachdem, Oberschenkel war es ja, ne? Wo diese Berge so von links und rechts drüber geragt haben. Ich glaube, das war der Oberschenkel oder so. Ja, das war einfach nur dieses Gebiet, aber das war nur klein und rund, da war einfach nichts an sich. Und hier war eine kleine Farm. Die hat mich ein bisschen an, die Lon-Lon-Farm erinnert aus Zelda. Ich dachte, wir bekommen jetzt Epona oder so, aber das anscheinend doch nicht. Wobei ich es sehr cool fände, wenn wir vielleicht mal ein Pferd oder so bekommen, also allgemein ein Mount. Gerade hier würde es sich jetzt auch gut anbieten bei dieser großen Ebene. Ja, würde ich nichts gegen sagen. Und da gehen wir gleich noch hin, da ist nämlich gar nichts. Also kein eigenes Gebiet jedenfalls. Just great. Genau, jetzt kommt noch ein kleines Tutorial. Die kommen auf die Idee, dass wir jetzt einfach mal ganz viele Sachen verkloppen sollten. Und zwar gibt es einen Kampfserienbonus. Nach Kämpfen sammelst du abhängig von deinen Kampfpunkten einen Bonus. Der Gesamtbonus wird unter der Karte angezeigt. Steigt er, hältst du mehr Erfahrungspunkte, findest bessere Objekte und triffst häufig auf seltene Gegner. Der Bonus nimmt mit der Zeit ab. Genau, das heißt, wenn man wirklich grinden will mal, dann lohnt es sich einfach auf Dauer, ganz viele Gegner hintereinander wegzukloppen. Möglichst viele.
Das praktisch hieran ist jetzt gerade, dass wir auch direkt die neuen Gegner von dieser Ebene somit aufgezwungen bekommen. Das heißt, ich muss ihn vielleicht extra bekämpfen mit euch. Ihr bekommt es auch so schon zu sehen. Ja, sollte ich auf jeden Fall im Hinterkopf mal nicht behalten. Hab auch mittlerweile ein Rezept gelernt, womit ich mehr Erfahrungspunkte erhalte kurzzeitig. Das heißt, das kann ich dann auch noch benutzen. Und ja, vielleicht werde ich auf dieser großen Aufnahmesession heute einfach mal ein bisschen grinden tatsächlich. Vor allem, nachdem ich jetzt gerade alles mögliche übersprungen habe und an allem vorbeigerannt bin, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Genau, direkt noch eine Runde hinterher. Dann bekommen wir noch die erdende Masse zu sehen. Schieß mal eben runter vom Himmel. Oh, hat nicht funktioniert. So, oh Gott. Schlag. Ja, die hatten viel weniger ausgereckt. Oh, hat sogar beide umgebracht. Überrascht mich immer wieder, wenn das funktioniert. Na gut, das war jedenfalls auch noch eine kleine Haupt-Side-Quest. Quasi. Und du bekommst auch noch was Neues, ein neues Emblem. Wiedererwachter Silberwolf. Genau, du hast jetzt einen Double Jump freigeschaltet. Ja, sehr schön. Es ist wirklich ein wunderschönes Gebiet. Das kann ich jetzt leider nicht mehr so gut nachstellen wie beim ersten Mal, wie ich durch die Gegend gerannt bin und dachte, holy shit, das ist ja so schön. Ich denke, even the Zoogles look a little fuller than they usually do. They're still Zoogles, just on a fuller stomach. Don't forget, this is enemy territory we're in. Ja, Shion, muss aber nicht einmal alles so schlecht reden. Lass uns das doch einfach mal genießen, die Atmosphäre hier. Das ist wirklich mal eine schöne Abwechslung. Und was ich zu diesem Zeitpunkt dann auch gesagt habe, ist, dass ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dass in diesem Gebiet auch Leute einfach so versklavt werden, wie in den bisherigen Gebieten, weil... Ja, bei denen hat es halt irgendwie gepasst, so vom optischen, gerade beim ersten Gebiet, ne, hat man natürlich dem Gebiet vollkommen angesehen, dass sie da alle versklavt werden. Von einer bösen Supermacht. Keine Ahnung, wo ist denn Eule? Ah ja, hier genau. Da war's. Der hatte Teufelsflügel dabei. Auf Wiedersehen. Genau, da hinten ist das eine Gebiet und das ist einfach nur eine kleine Höhle mit einem Wasserfall, wo, glaube ich, eine Truhe oder so drin war. Genau. Überraschung. Also davon ausgehend, dass das, was? Nein! Oh Gott! Na gut, jetzt hören wir das wohl an. Whoever makes the first move wins. I do have to admit, it's quite the spectacle to watch you charge in and go to town on someone during a battle. Yeah, it was actually my old man who taught me to fight that way. The more I lay the beat down on some baddies, the more fired up my fists of fury get. Zephyr taught you? Wow. I guess you really are following in his footsteps. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. Ja, was macht man da? Ausweichen. As long as I don't get hit, richtig. It's not a problem, right? So what you're saying is, you're too weak to take a hit. Mensch, get good. You're not exactly one to talk. So, ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. So, ja, das ist einfach eine andere Karte aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum das als extra Gebiet zählt, obwohl das auf dem, also warum das so geht wie, ach, keine Ahnung, lassen wir das. Hat er die Hoffnung, dass es hier vielleicht auch noch ein richtiges Gebiet in dem Wasserfall gibt, aber da war es nur so eine kleine Höhle mit einer Truhe. Mensch, Betrug. I see a village over there. Ach, und hier. The people working in it look Danon. Look at these fields and all this livestock. Am I crazy for thinking these people seem to have it pretty easy? What the hell is going on here? Ja. Was zur Hölle ist hier bloß los, ha? Milch. Nom nom nom. Ja, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das. Auch hier meine erste Reaktion wäre schöner gewesen, aber ich meine, was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Die sind doch ganz normale Schweine. Also das ist nicht so, als würden einfach nur alle Schweine in dieser Welt so aussehen. Als wäre das ganz normal. Nein, das sind normale Schweine, die gibt es hier. Das sind einfach Schweine, die mit Hasen gekreuzt wurden. Und das macht mir wirklich Sorgen. Wie ist das passiert? Und wie... Das ist falsch. Also, tut mir leid. Macht doch, was ihr wollt, aber ich find's fragwürdig. Weiß nicht, ob das schon als Tierquälerei zählt. Jedenfalls sollte es das. Gut, und damit können wir endlich in die eigentliche Stadt reingehen und da ankommen, wo ich da beim letzten Mal stehen geblieben bin. Oh ja.
Wir merken schon, es wirkt hier wirklich alles ein ganzes Stückchen friedlicher als in den anderen Gebieten und das, ja, zieht sich wohl auch weiter in die Stadt hinein, die auch wirklich, wirklich hübsch ist. Und Burbs sind auch ganz friedlich hier am Sitzen. Wissend. Eine Stadt, in der die Renéa friedlich mit den Danaern leben. Do the Renans control this city? I've never seen so many of them in one place before. No. Look at the cores on them. These people are all Danans. They're slaves. If they are, they're awfully well dressed. And they're smiling too. Something weird's going on here. Forgive the intrusion, but if I'm not mistaken, you're newcomers to Elda Menencia, yes? Please. You have no reason to be alarmed. My name is Droshen. I work at the Department for Welfare. Department for Welfare? We work to support the day-to-day living of all citizens. Welcoming newcomers to the realm is a part of our job, albeit one we rarely have the pleasure to perform. Let me guess. We get a free pair of shackles as a welcome gift. Perish the thought! Your trepidation is perfectly understandable, but I assure you, our way is quite different. In the past, this realm was no different from any other, and run by a rather merciless ruler. But all of that changed once His Excellency, Lord Dohalim, assumed power 7 years ago. Dohalim? Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by Danans throughout the realm, and we serve him with gladness. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like. Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dohalim. Are there any walls that even need tearing down? Who cares? That just makes our path to Dohalim that much clearer. Aber die Frage ist halt, sollten wir ihn überhaupt besiegen? Hat es überhaupt irgendeinen Zweck? Droshen said we should check things out for ourselves. Maybe we should look around a bit. See what we learn. Sehr gute Idee. Ja, und everyone is all das finde ich unglaublich interessant. I've never seen a city so lively before. Hier habe ich dann ursprünglich die Folge beendet und ja, wie damals bin ich auch jetzt immer noch hin und weg von diesem Konzept, weil es einfach so anders ist als das, was wir bisher hatten. Ja, es gab da auch schon Unterschiede zwischen dem ersten Gebiet und dem zweiten Gebiet. Im ersten Gebiet waren ja alle komplett versklavt, im zweiten Gebiet, ja, konnten sie an sich prinzipiell noch frei leben, nur wenn sie halt irgendeinen Fehler gemacht haben oder auch Sachen, die quasi ein Fehler gewesen sein könnten vielleicht oder irgendwie nur auffällig gewirkt haben, dann wurden sie halt wirklich endgültig versklavt. Naja, aber hier leben sie wirklich richtig in Freiheit. Und was meine Idee so ein bisschen ist, ja, wir wissen ja, dass die alle gar nicht versklavt wurden, weil sie an sich die Arbeit ausführen sollen, die sie ausführen. Der Punkt ist so, dass sie dadurch, dass sie arbeiten, diese Energie freisetzen, die dadurch gesammelt wird. Und die sollen ja so viel Energie wie möglich sammeln, um ja irgendwie zu gewinnen als bester Lord oder sowas in die Richtung. Ne? Das war ja irgendwie der Sinn der Sache. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat dieser Lord hier herausgefunden, dass das gar nicht nur mit Arbeit funktioniert, sondern vielleicht, dass man auch besonders viel Energie freisetzt, wenn man glücklich ist und ein glückliches Leben führt. Und deswegen versucht er es mit dem Ansatz und versucht damit, mehr Energie als die anderen Lords zu sammeln
Und mal sehen, ob das dann funktioniert. Zumindest ist das so ein bisschen mein Gedanke, dass er das nicht einfach nur macht, weil er ein netter Typ ist. Was vielleicht auch schon grundlegend ist, aber ein bisschen netter als die anderen. Wer weiß da schon, was genau er im Schilde führt. Wir werden ihn ja wahrscheinlich trotzdem bekämpfen müssen. Mal sehen. Ja, aber das ist halt jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass er die verarscht und hinter denen es doch noch heimzahlen wird, dass sie ihm vertraut haben oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Na gut, hören wir uns erstmal das R1-Gespräch an. Würde ich sagen. Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve equality here? And if they did, why? To what end? Something here doesn't feel right. Even though they sure want to act like it does. What is going through that Lord Dohalim's mind, I wonder? Und vor allem bin ich jetzt halt noch umso gespannter, wie es dann in den letzten beiden Gebieten noch aussehen wird, weil wenn wir jetzt schon so einen starken Umbruch haben, okay, der nette Typ hier jetzt gerade hat gesagt, dass es hier anders ist als in den anderen Reichen, deswegen wird es wohl in den letzten beiden Gebieten wieder ein bisschen schlimmer aussehen. Die werden wahrscheinlich nicht so in Freiheit leben wie hier. Vielleicht gibt es auch noch ein paar komplett andere Gesellschaftsformen, die wir jetzt gerade noch gar nicht kommen sehen. Mal sehen, mal sehen. Na gut, reden wir erstmal mit dir. Vielleicht hast du noch ein paar Informationen für uns, ne? Was ist das für ein Ort? Das ist Vicente, Hauptstadt von Elder Menancia. Eine wunderschöne, grüne, friedliche Stadt voller Leben. Das eindrucksvollste Wahrzeichen ist der Autolina-Palast, das Anwesen von Lord Dohalim. Dank seiner Politik können wir unser Leben frei von Unterdrückung leben. Ist ziemlich voll hier. Allerdings, das macht die Stadt so besonders. Theoretisch sind wir immer noch Sklaven, aber wir werden angemessen für unsere Arbeit bezahlt. Achso, ja, also so wie, das halt so üblich ist im Kapitalismus, ha? So wie wir in der Realität. Wir sind auch nur Sklaven des Kapitalismus. Also arbeiten alle gern. Gut, das ist wieder, fragwürdig, aber wenn man bis vor 7 Jahren noch was Sklav wurde, hat man vielleicht andere Ansprüche, ha? Der Marktplatz floriert und Sorgen ums Essen oder eine Unterkunft gehören der Vergangenheit an. Das verdanken wir alles Lord Dohalims Reformen. Gut, also vielleicht lässt er sie doch ganz normal weiterarbeiten, so wie in den anderen Reichen auch. Nur dass er sie trotzdem gut behandelt, aber dann frage ich mich wirklich, was der Grund dafür wäre. Na gut, vielleicht erfahren wir es ja noch. Also wir werden es wohl noch erfahren, warum. Früher oder später. Können wir uns hier irgendwo ausruhen? Aha, ihr müsst mir nur von einer langen Reise sein. Geht einfach die Treppe hinter mir hoch und ihr findet ein Gasthaus direkt auf eurer Rechten. Vor der Tür steht immer eine Ausruferin, ihr könnt das kaum übersehen. Auch die Betten sind vortrefflich, also kann ich euch wärmstens empfehlen, dort zu nächtigen. Vielen Dank, sehr freundlich, auch wenn ein bisschen, zu nett wirkt fast. Ja, ich vertraue hier allem nicht, aber okay, wir haben jetzt auch gerade eine ganze Menge Sternchen auf der Karte markiert. Wahrscheinlich sollen wir wirklich einfach mit ein paar Leuten reden und mal fragen, was die so davon halten, von dem Ganzen hier. Aber gut, ein paar R1-Gespräche haben wir wohl noch. There are 6 elements of astral energy, and darkness is only on Rena, and light can only be found on Dana, right? Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way, too. Yeah, I bet. And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to our world. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How could he? Oh nein, niemand versteht unsere arme Rinwell. Ja, aber auch das spricht ja wieder ein bisschen dafür, dass wir tatsächlich vor über 300 Jahren dann wahrscheinlich schon mal bei denen vielleicht zu Besuch waren. Damals, ha? Huh? Dass wir vielleicht schon mal da angegriffen haben und dass das hier alles, wie gesagt, quasi der große Rache-Akt oder sowas ursprünglich nur war. Uns gegenüber. Das war so ein bisschen meine Kerntheorie.
ganz grundlegend. Hey! Deine Rüstung ist der Hammer, Großer. Darf ich sie mal anprobieren? Haha, unsere Rüstung ist auf jeden Fall etwas, was auch ein Danea wie du tragen könnte. Du musst nur noch hineinwachsen. Dann gebe ich mir größte Mühe, auch groß und stark zu werden. Versprochen. Sogar Danea dürften die Rüstung tragen, wenn sie groß und stark werden. Warum ist das so niedlich? Er guckt auch so niedlich. Ich meine, man sieht nicht, wie er guckt, aber er guckt so niedlich. Während man sein Gesicht nicht sieht. Es ist unglaublich. Ich wollte auf die andere Seite, glaube ich. Oh, ich kann rüberspringen, gut. Der war natürlich auch ganz normal. Hey, Wache, solltest du nicht arbeiten? Ich weiß ja nicht, wie es im Reich ist, aus dem du kommst, aber hier in Minansia ist alles friedlich. Es ist völlig ausgeschlossen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Denk mir laut, ist das Leben hier für uns alle angenehm. Ja, siehst du? Und es gibt ja nicht nur uns, das sind auch noch die Wachen. Es geht nichts kaputt, wenn ich etwas faulenze. Trotzdem, dass in der Stadt so friedlich ist, liegt daran, dass ihr renäischen Soldaten hier seid. Alle kleinen Kinder himmeln euch an, also zerstöre ihre Illusion nicht, ja? Du könntest euch in der Wüste Sand verkaufen. Na schön, das ist mein letzter Drink. Ja, haben wohl nicht so viel zu tun hier gerade, ne? Weil hier wirklich nichts passiert. Mal sehen, ob sich das noch ändert. Vielleicht wegen uns. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Also außer wir finden noch irgendwelche ganz schlimmen Sachen heraus, aber aktuell habe ich noch ein schlechtes Gewissen, wenn wir den Lord jetzt einfach angreifen. Nur aus Prinzip, weil es einer der Lords ist. Solange wir noch keinen guten Grund dafür haben. So, ob die Frage ist, wo ist hier eine Eule? Das ist eine Katze, das ist keine Eule. Oh Gott, hier gibt es so viele Orte, wo sich die Eule verstecken könnte. Die finde ich nie. Oh, ich bin auch in irgendeine Katze reingelaufen, glaube ich. Ich schätze, ihr seid alle Reisende. Es ist so wunderbar, dass ihr alle hier seid. Es stört euch also nicht, dass wir zusammen sind, auch wenn wir eine Renäerin bei uns haben. Wir sind nicht zusammen, glaube ich. Überrascht dich das? Wahrscheinlich sieht man sowas nicht jeden Tag auf Dana, aber hier in Vicin gehört das zum täglichen Leben. Hey, wenn wir zum Palast wollen, müssen wir dann in diese Richtung weitergehen? Sure. Ja, genau. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr vielleicht lieber zum Übungsgelände gehen, wenn das scheint... Denn das scheint eher euer Metier zu sein. Übungsgelände? Ist das ein Code für eine Art Arena, in der man als Sport völlig Fremde bekämpft und sich gegenseitig tötet? Nein, auf keinen Fall. So was Schreckliches findet dort nicht statt. Das Übungsgelände ist das, wonach es klingt. Es stimmt aber, dass dort vor vielen Jahren Sklaven gegeneinander kämpfen mussten, ebenso wie gegen bösartige Zügel. Aber als unser jetziger Lord, Lord Doalim, an die Macht kam, setzte er als eine seiner ersten Taten diesem schrecklichen Schauspiel ein Ende. Du meinst also, dass das ein renäischer Lord veranlasst hat? Das Gelände wurde dann neu eingerichtet und als geeigneter Ort zum Üben wieder geöffnet. Und als solcher ist er heutzutage auch bekannt. Er wurde hauptsächlich für die Wachen von Elde Minansir konzipiert, steht aber jedem offen, der dort üben will. Jedem selbst ernähren. Sure. Natürlich, mir ist die Arena viel zu anstrengend, aber wenn ihr eure Fähigkeiten verbessern wollt, solltet ihr dort mal vorbeischauen. Warum solltest du auch in die Arena gehen? Ich glaube nicht, dass du üben musst. Also, kämpfen, wahrscheinlich. Aber gut, Übungsgelände für alle. Kann ich wohl tatsächlich trainieren ein bisschen. Klingt nach einer neuen Gameplay-Mechanik ein bisschen, ha? Wo ist die Eule? Puhu. Da oben. Wir schaffen das. Ich glaube daran. Ich glaube ganz tief und fest daran. Vielleicht gebe ich gleich auf. Ich glaube, ich gebe auf. Ich glaube doch nicht so tief und fest daran, vielleicht. Bist du eine Eule? Das Heiligenschein. Ein Nimbus, meine ich natürlich. Ein Nimbus. Genauso nenne ich das auch immer. Maybe something's going on in the forest. Ja, im Wald schaue ich auch mal wieder vorbei. Vor allem, wenn wir noch mehr Outfits bekommen. Also, das war's natürlich ganz nett, aber Outfits finde ich fast noch ein Stückchen cooler, tatsächlich. Hey, Kinder. Sind all die Leute hierher gezogen? Papa sagt, früher mussten die Leute viel schweres und gefährliches Zeug tragen. Ich weiß ja nicht, ob ich das glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier sowas passiert. Ja, aber damals waren die Zeiten auch noch anders, ne? Damals, als ich noch jung war. Da sind wir noch barfuß im Winter zur Schule gegangen. Ja? I think there's
anyone in trouble here. Mit frisch gehacktem Holz im Gepäck. Let's see what they have to say. Bergaufwärts. Und zwar beide Wege. Bergab war damals noch gar nicht erfunden. Neugierig, was ich anhabe? Ich habe es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Heutzutage bekommen wir dann näher einen fairen Lohn für die Arbeit, die wir machen. Einen fairen Lohn sogar? Okay, das gibt's ja doch nicht im Kapitalismus. Sowas Verrücktes. Das haben wir alles Lord Duhalin zu verdanken. Wobei natürlich auch die Frage ist, was Leute, die bis vor 7 Jahren versklavt wurden, als fairen Lohn betrachten, ne? Danins und Renins getting along. You never know. It could all be an act on orders from the Renins. To what end? It would be an incredible amount of effort just to fool. Ja, das klingt wirklich ein bisschen absurd. Let's check out more of the city. There's probably places we haven't seen yet. Ja, ich denke mal, wir sollen noch zur Arena gehen wahrscheinlich, ne? Auch wenn es angeblich eine Sidequest ist, aber wohl eine Haupt-Sidequest mal wieder. Übungsgelände für alle. Auch schon direkt abgeschlossen. Ich muss doch gar nichts machen. Ich muss nur hinkommen. Hi. So these are the training grounds. The atmosphere here feels different compared to the rest of Vicent. Wenn ihr euer Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr hier richtig. Wir freuen uns über jeden Kämpfer, der durch unsere Türen kommt. Sofern ihr euch verbessern wollt, könnt ihr immer gerne trainieren. Wenn ich euch nur ansehe, merke ich schon, dass ihr euch nicht nur verbessern wollt, ihr strebt danach, die Besten der Besten zu werden, stimmt's? So gut wie noch niemand vor uns war und so? Ja, ja. Einzelkampf, Gruppenkampf. Oh ja. 60 Minuten, keine Revanche. Was? 60 Minuten? Was ist das für ein Kampf? Warum soll denn 60 Minuten dauern? Das macht mir Angst, dass das eine Sonderregel ist, wirklich. Oh, ich könnte mal hier einen anderen Charakter gut ausprobieren, vielleicht. Einfach nur so aus Spaß, ja? Shion, möchtest du mal gespielt werden? Vielleicht fangen wir mit Anfänger an. Einfach nur so zum Test, glaube ich. Gegen 2 Wumsen und eine erdende Masse. Ja, das sollte doch machbar sein, ne? Auch wenn ich alleine unterwegs bin. So, dann komme ich nämlich auch mal dazu, die anderen Charaktere ein bisschen auszuprobieren. Oh Gott, du hast nur 3 Skills ausgerüstet, das ist ja schrecklich. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht im Voraus natürlich. Das ist natürlich nicht die beste Vorbereitung hier alles gewesen. Vor allem, weil ich Erste Hilfe und Auferstehung hauptsächlich habe. Ach, ich habe auch noch irgendwas anderes, was ich mit ihr konnte, ne? Wie funktioniert das überhaupt? Ich habe ja diese komischen Spezialschüsse. Was ist, wenn ich das gedrückt halte, oder? Nee. Ich könnte das auch nutzen, klar. Ist wohl auch gut gegen fliegende Gegner, ja. Ich glaube, ich habe das System mit ihr nicht so ganz verstanden. Vor allem nicht, wie ich diese 3 Bomben, die ich da habe, nutzen kann. Komm, da. Drauf da. Oh Gott, das wird niemals enden. Los, das Vieh runter. So, nochmal drauf. Das ist einer der langweiligsten Kämpfe, die ich jemals erlebt habe. Weil das Spiel auch definitiv nicht so gedacht ist. Und ich bin auch tot. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das mussten wir auch gar nicht schaffen. Das ist auch irrelevant. Wir haben jetzt zumindest gesehen, wie man Shion vernünftig spielt. So macht man das. Nehmt euch ein Beispiel daran. Jetzt habt ihr die Arena gesehen. Die wollte ich euch nur kurz präsentieren. Weil wir das uns, glaube ich, auch angucken mussten. Das ist aber wahrscheinlich auch was, was ich mir alleine antue. Ein bisschen auf jeden Fall. Ist aber dann wahrscheinlich auch ganz unterhaltsam. Und vielleicht konfiguriere ich die Charaktere dann beim nächsten Mal ein bisschen besser im Voraus. Dann kann ich sie euch ja vielleicht nochmal alle präsentieren, irgendwann, früher oder später. Sollte man wahrscheinlich, ja? Sollte man wahrscheinlich. Na gut, aber jetzt haben wir gar kein Zielplakat tatsächlich, ja? Sehe ich noch weiter in Vicent um. Achso, ja, da sind ja auch noch viele Fragezeichengebiete, wo ich noch hin kann, ha? Das meinst du wahrscheinlich damit. Na gut, aber dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt wirklich hier vernünftig umgucken, stirbt das Spiel gerade? Warum stirbt das Spiel jetzt? Ist alles okay?
Okay, ich dachte, es wird eine Katze geladen oder so, aber nö, das Spiel ist nur kurz ein bisschen gestorben. Das ist auch okay. Ja, jedenfalls würde ich dann die Folge erstmal an dieser Stelle beenden. Tut mir sehr leid, dass ich den Großteil davon jetzt schon kannte, aber beim nächsten Mal geht's dann nach Plan weiter. Komplett blind. Hoffentlich ohne Aufnahmeschwierigkeiten ab jetzt. Wirklich endgültig. Bis dann. Ciao.